Die Fallout-Serie ist seit vielen Jahren auf dem PC und den Heimkonsolen zu Hause, hat auch schon einen Abstecher auf dem Mobile-Markt hinter sich und wurde nun von einem unserer GameStar-Zuschauer als Pen-and-Paper-Variante adaptiert. Diese Umsetzung möchten wir heute spielen und das sind die Teilnehmer. Ja, ich bin heute der Dungeon Master, wie man sagt, und werde alles andere spielen. Das heißt, ich werde die Geschichte erzählen und ich werde alle NSCs spielen, mit denen die vier Spieler in Berührung kommen werden. Ich werde die Feinde spielen, ich werde die Freunde spielen und ich freue mich auf die verrückte Gruppe jetzt gleich und mal schauen, was daraus wird. Mein Charakter heute ist Dr. Robert Anderson, ein genialer Nuklearforscher, der natürlich als Bester seines Fells einen Platz in der Lodge verdient hat. Oder etwa doch nicht. Mein Charakter ist ein Arzt namens Dr. Steve Lasseter, der mit in das Vault kam, weil er einer der besten Ärzte auf der Welt war. Das Problem an dem Charakter ist, dass er ein Doppelleben führt, das ich hoffentlich in dem Spiel rausarbeiten kann ein bisschen, denn der Arzt hat ein kleines Problem, das ihm die verschiedenen Situationen schwierig machen wird. Ja, ich spiele jemanden namens Jonathan Ilgrim und Jonathan Ilgrim ist nicht irgendjemand, der ist der Vizepräsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und wie die anderen hat auch er wahrscheinlich so ein bisschen Dreck am Stecken, das möchte ich jetzt auch nicht genauer verraten. Ich wache auf jeden Fall in dieser Kryokammer auf, zusammen mit meinem militärischen Berater Burke, wunderbar dargestellt von Andy Peschke, hoffe ich zumindest, dass es wunderbar darstellt, aber ich gehe schwer davon aus, die Erfahrungen, die ich da mit ihm gemacht habe. Naja, egal. Und zwei Ärzten, Wissenschaftlern, ich weiß es nicht, die interessieren mich gar nicht so. Ich bin schließlich Vize und ich bin ehemaliger Veteran. Das heißt, ich kann sehr gut mit Nahkampfwaffen und Schusswaffen umgehen. Ich bin aber wohlgemerkt nicht der Intelligenteste. Ja, ich bin Carter Burke. Ich bin ein Ex-Militär. Der Einzige übrigens, der mit einer Knarre startet. Das werde ich zu nutzen wissen. Ansonsten, ich habe eine düstere Vergangenheit. Ich habe ein dunkles Geheimnis in meiner Vergangenheit. Und auch da werde ich sehen, ob ich das nicht zu meinem Vorteil nutzen kann. Wir schreiben das Jahr 2277. Außerhalb aller Walls herrscht nukleare Verstrahlung, Ödland und über euch exakt in Seattle nuklearer Winter. Eigentlich ein schönes Wetter, nur von den letzten 200 Jahren habt ihr nichts mitbekommen, denn eure Charaktere haben es in Kryostasis verbracht. Ihr seid alle Einwohner der Lodge 010, eines Edelwalls, in denen nur wichtige Vertreter der Regierung, wichtige Angehörige von Wissenschaft und Technik und prominente Persönlichkeiten weggeschlossen werden, die tiefgefroren darauf hoffen, dass nach der nuklearen Katastrophe irgendwann die Welt wieder so schön ist, wie sie sie verlassen haben, 2077. Und just in diesem Augenblick, wo wir anfangen, beginnt euer Bewusstsein wieder die Umgebung wahrzunehmen. Die Umgebung ist keine angenehme, eure Augen sind geschlossen, eure Nase und euer Mund sind von einer gummiartigen Masse verdeckt. Ihr werdet anscheinend künstlich beatmet. Die Kryostasis wird langsam aufgehoben. Es dringen dumpf Geräusche an euch heran. Eure Haut spürt langsam aber sicher eine Art Kühlgel um euch herum. Ihr merkt, wie kleine Nadeln langsam aber sicher verschiedene Zonen eures Körpers stimulieren. Die Muskeln werden stimuliert. Ihr beginnt wieder zu atmen, zu spüren, wie ihr atmet. Die Augen geschlossen. Langsam und sicher merkt ihr, wie das Kältegel abgesaugt wird. Eure Haut bekommt wieder Luft. Eure Nase und euer Mund sind frei. Das gummiartige Saugglockending lässt euch wieder atmen. Der Mund wird weggebracht. Alles, was euch festgehalten hat in eurer seltsamen kleinen Schlafkammer, lässt euch los, die Muskeln sacken hinunter. Die Stimme dringt immer näher an euch heran. Ist
Die Haut wird besprüht mit einem feinen Nebel. 25 Sekunden zur vollständigen Reanimation. Halten Sie die Augen weiterhin geschlossen. Abkuppeln der Lebenserhaltungsscan wird eingeleitet. Ihr merkt, wie sich Dinge von euch lösen, die ihr nicht benennen könnt. 15 Sekunden zur vollständigen Reanimation. Und langsam aber sicher merkt ihr, dass eure Augenlider flackern. Ihr werdet wieder wach. Ihr. Wow. Willkommen in Lodge 010. Es ist vom Gefühl her kaum Zeit vergangen für die vier Insassen, die sich jetzt gerade in länglichen Kälteschlafkapseln gegenüber sitzen. Langsam, aber sicher wird euer Blickfeld wieder klar und ihr erkennt, mit denen habe ich mich einfrieren lassen vor geschätzt 10 Minuten, vielleicht 15 Minuten. Ihr tragt alle einen sehr dünnen, mittlerweile von dem Kältegel durchtränkten Stoff, was mal ein Overall war. Es ist frisch und kalt. Das Glas eurer Kältekapsel hat sich gehoben und kann nun manuell aufgehebelt werden. Das Licht ist sehr gedimmt. Es ist Notbeleuchtung, die etwas flackert. Hallo? 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 Könnt ihr mich hören? Anderson? Das ist doch Anderson. Achso, Anderson, ja, Anderson. Dr. Robert Anderson. Jonathan Ilgrim, wir kennen uns. Sie? Zumindest vom Sehen her, soweit ich noch weiß. Kommen mir bekannt vor. Es ist noch nicht alles ganz klar. Es ist irgendwie... Geht mir ähnlich. Anderson, warten Sie doch mal ein wenig, bis der Kälteschlaf abgeklungen ist. Kennen wir uns? Wir kennen uns. Dr. Robert Anderson. Steve Lasseter, guten Tag. Dr. Steve Lasseter für Sie. Ilgrim. Steve Lasseter, Dr. Steve Lasseter. Ilgrim. Burke. Burke. Gut, dich zu sehen. Doktoren. Kennen wir uns auch? Nicht, dass ich wüsste. Dr. Robert Anderson, Department of Defense. Dr. Steve Lasseter, guten Tag. Es scheint alles zu stimmen, denn über euren Kapseln zeigt eine kleine Anzeige sowohl den Namen als auch den Status A0. Diesen Kaugummi habe ich seitdem ich eingefroren habe drin. Und er hat immer noch Geschmack. Ist immer noch gut. Der Status A0 ist das, was euch überhaupt dafür qualifiziert, in diese Lodge zu kommen. Und langsam kommen die Erinnerungen wieder zurück. Richtig, es herrschte sehr, sehr, sehr kalter Krieg. Eure letzte Station war irgendwo im Land, wahrscheinlich Washington, dann wurdet ihr hergekarrt. Seattle, genau, Seattle war die Lodge 010. Hier wurdet ihr in Sicherheit gebracht mit den anderen 6. Ja, hier sind 10 Kälteschlafkammern, wovon 5 leer stehen. 4 gerade aufgetaut wurden und in der 6. lehnt ein Körper aus der geöffneten Kammer heraus. Mr. Ilgrim, dir fällt es wie Schuppen aus den Augen, als du den Anzug von dem Präsident. Wer ist denn der Typ da? Mr. President. Mein Gott, ist er noch am Leben? Lassen Sie mich das mal überprüfen, ich bin Arzt. Sie sind ja nur Nuklearforscher, soweit ich weiß, Anderson. Ja, natürlich, das bin ich, Dr. Robert Anderson, Nuklearforscher. Wie Sie an der blauen Haut und den Eiszapfen erkennen können, ist diese Person nicht mehr am Leben. Das hätten sogar Sie schnell erkennen können. Ja, ich bin will mich da aber nicht ein. Aber ich bitte um eine kurze Schweigeminute für unseren dahingeschiedenen Präsidenten. Auch ohne Medizinwurf erkennt jeder, dass der Mann nicht nur tot ist, sondern auch eine große Wunde am Hinterkopf hat, wie von einem stumpfen Einschlag. Was ist da genau passiert, Doktor?
Er hat eine große Wunde am Hinterkopf, wie Sie vielleicht deutlich sehen können. Er wurde mit einem stumpfen Gegenstand erschlagen. Ich sehe nirgendwo an der Kapsel oder in der Gegend Blutspuren. Auch sonst liegt hier keine Tatwaffe herum. Er wurde ermordet. Das heißt, er wurde... Das schon vor langer Zeit. Bevor er in den Kälteschlaf gekommen ist? Vielleicht. Ich würde sagen, die Kapsel ist geöffnet worden, ja, wie eure auch, genauso wie die vier, die hinten noch stehen, ebenfalls offen sind. Und dann ist da noch eine komplett zu und noch tiefgefroren. Allerdings ist durch das Kältegel noch nicht erkennbar, wer dort drin ist. Die kleinen Anzeigen über den Kapseln sagen euch, wer wenigstens der ehemalige Bewohner war. Mr. President kann man eindeutig erkennen, hat es nicht geschafft. Rechts von ihm hat der Außenminister eine Zeit lang geschlafen, Lionel Vanderfels. Gegenüber ein ebenfalls Arzt der Wissenschaft, Dr. Lee Martins. Dann der Verteidigungsminister Mitchell White und die Beraterin des Präsidenten, Lexi Hunt. Die haben alle mit euch diesen Kryoschlaf sozusagen durchgeführt, aber sind nicht in ihren Kapseln. Eine verbliebene Aufschrift, die letzte Kapsel, die allerdings tiefgefroren ist, hat die Kürzel J-Raw. Und ja, die ist noch mit Kältegel gefüllt. Kann das irgendjemand von euch beschleunigen, das Ding aufzumachen? Gentlemen, Moment. Wenn Mr. President tot ist, John, bedeutet das, Sie sind jetzt Präsident. Daher kenne ich Sie! Vizepräsident Ilgrim. Ja, natürlich. Wir Moment, ja, muss er nicht erst vereidigt werden? In diesen Zeiten, wer weiß, wenn unser Präsident erschlagen in einer Kryo-Kapsel hängt, John, Sie müssen ihn durchsuchen. Aber er hat die Codes bei sich. Nein, so einfach ist das nicht. Dieser Typ ist nicht weisungsbefugt. Selbstverständlich. Ich bin der Vizepräsident. Wer sonst? Sie vielleicht? Doktor. Kittel? Können wir uns vielleicht mal auf die Hauptsache konzentrieren? Doktor Kittel. Die Hauptsache, Sie haben gerade gesagt, in diesen Zeiten... Was sind diese Zeiten? Wie lange waren wir weg? Für mich waren es 5 Minuten. Es ist wichtiger, dass wir die Codes sicherstellen. Knapp 200 Jahre, würde ich sagen. Kommt die Stimme vom anderen Ende der Kammer. Die Tür, die in das Hauptsystem des Walls führt. Dort steht ein, tja, schwer auszumachen, wie alt er ist, Mann, der älter äußerlich wirkt, als er eigentlich zu sein scheint. Er hat einen langen, wüsten Bart, der zu einem Zopf geflochten ist. Er trägt eine metallene Schädelplatte auf der Seite des Schädels und hat eine Art Ausschlag auf der anderen Seite. Er trägt einen großen, schäbigen Mantel. Und dieser Mantel ist bestückt mit, man sieht, Granaten. Und er hat ein ziemlich großes Gewehr in der Hand. Kennt einer von Ihnen diesen Typen? Ich nie gesehen. Sind Sie hier sowas wie der Vault-Verwalter? Der Hausmeister. Nein. Ich bin Jay. Jay Bush. Ich bin ein Vault Hunter, könnte man sagen. Und ich war sehr froh, diese Lodge gefunden zu haben und sehr enttäuscht, nur 4 Typen gerade aufgetaucht zu haben. Was ist mit dem Präsidenten passiert? Jay Bush. Tja, das ist eine gute Frage. Der Typ war schon aufgetaut. Und die anderen sind leer. Ich hab gedacht, ich frag euch mal. Haben Sie uns aufgetaut? Aha. Warum? Die Frage ist doch, warum nicht? Ich meine, vielleicht, das Ding ist hier komplett leer. Ich hatte gehofft, hier alles zu finden, was man so mit euch Schickimicki-Typen vergräbt. Aber dann kommen wir zur Hauptsache zurück. Sie kommen von da draußen? Teilweise eher von da hinten. Was Weil da draußen da? Ist es ziemlich... ungesund momentan. Da sollte man nicht ohne Strahlungsschutz 5 raus. Ich bin durch die Tunnel gekommen. Ach ja, natürlich. Strahlungsschutz 5. Das hat was mit Nuklearität zu tun. Damit kenne ich mich aus. Oh, Sie sind Experte davon. Ja, ja, natürlich. Ich bin was? Dr. Robert Anderson. Wow. Und wer sagt uns, dass der Typ nichts mit dem Tod des Präsidenten zu tun hat? Hä? Das ist der Präsident? Ja. Präsident Snyder? Nein, das ist er nicht. Um genau zu sein, ist das der Präsident. Der Mr. President! Jay Bush! Egal. Haben Sie sich an den Taschen des Präsidenten zu schaffen gemacht? Ich fasse keine Leichen an, das bringt Unglück. Wir müssen nach wie vor nachsehen, John. Ich würde gerne die Leiche durchsuchen. Wow.
Wie ist der denn gestorben? Schlag auf den Hinterkopf. Vielleicht, okay, vielleicht können Sie mir das besser sagen. Nee, nur nicht, dass er irgendwas Ansteckendes hat oder sowas. Muss man in diesen Zeiten ein bisschen aufpassen. Der hat doch das Ding nie verlassen, oder? Ich nehme an, nicht weiter als diese Überbeuge über den Rand. Ah, warum ist das denn nicht aufgetaut? Und ihr seid hier zu Hause, oder was? Scheinbar. Also bei mir ist das alles noch ganz verschwommen. Ich kann mich gar nicht mehr so recht erinnern, wie ich hierher gekommen bin. Wir wurden im Jahr 2077 eingefroren, weil wir die Elite unserer Gesellschaft waren. Jetzt dreht mich doch der Präsident, der Vizepräsident, ein Mann in einem blauen Overall und ein... Schick. Ich bin Experte für Atomität. Ja, Atomität, haben Sie schon gesagt. Ja. Also, wir hatten schon Nukular. Ja. Ich bin Experte für Worlds. Burke ist mein militärischer Bedarf. Burke, wie wär's mal, wenn du die Leiche durchsuchst? Moment, dann seid ihr wirklich 200 Jahre alt? 254 Jahre alt. Das Geschwätz geht mir auf den Keks, ich schau jetzt nach. Ja, ich habe den Rest schon durchsucht. Da ist noch ein Generatorraum, sehr, sehr schöner. Diese Leiche müsste einen Codeschlüssel um den Hals hängen haben. Wo ist der hin? Codeschlüssel? Ja, das fragen Sie vielleicht mal die vier, die nicht mehr hier sind, oder? Oder den fünften. Soll ich mal auftauen? Ja. Ja, er nimmt sein Gewehr und haut mit dem Kolben ein paar Mal gegen das Glas. Das sieht sehr fachmännisch aus. Ich kenne mich damit aus. Ich bin Wissenschaftler. Ja, es hätte mit euch aufgehen sollen. Anscheinend kann man die manuell öffnen. Die vier haben sie auch irgendwie. Ja, manuell öffnen bedeutet nicht, die Scheibe zu zerschlagen. Also, kann jemand... Ich bin ja kein Wissenschaftler. Berg, Sie sehen robust aus. Machen Sie mal die Kältekammer auf. Robust? Ich bin technisch begabter als der Rest hier offensichtlich. Dr. Anderson, haben Sie Ahnung von der Technik? Selbstverständlich habe ich Ahnung von der Technik. Wenn Sie mir nur zeigen, wo die Steuerungskonsole ist, dann... Ja, du musst einfach hier und dann da und dann, glaube ich, also ich habe das ja so. Ja, du siehst einen Haufen von Konsolen, einen Griff von außen, du siehst manuell... Du darfst gerne, wenn du das versuchst, eine Technikprobe machen, das heißt einmal unter Intelligenz würfeln. Okay, das heißt, mein Intelligenzwert ist bei 70. Da du keine Technik hast, bist du... bist du auf 60. Unter 60. Fachmännisch schaut sich... Ja... Knapp drüber. Wie wär's, wenn Sie mich das probieren lassen? Du beginnst Knöpfchen zu drücken, du beginnst an dem Hebel zu... Ja so, man muss natürlich erst hier die Knöpfchen drücken und dann hier an dem Hebel, wenn man zuerst den Hebel und dann die Knöpfe... Die Kältekammer öffnet sich und das ganze Kältegel schwappt heraus, anstatt abgesaugt zu werden. Das sollte so nicht sein, Anderson. Bin ich der Fachmann oder sind Sie der Fachmann? Ich bin zumindest nicht blöd. Versuchen kann man es ja mal. Hat doch funktioniert, oder nicht? Mit einem fachmännischen Griff und Blick kann er wenigstens den Rest so weit machen, dass die Prozedur, die euch aufgeweckt hat, auch bei dieser einzelnen Kammer funktioniert. Und zu eurer Überraschung, vor allem zu deiner, weil du erkennst ihn wieder, ist in dieser Kammer Otto, der kleine Mops des Präsidenten. Er ist lebendig, aber noch ein bisschen neben der Spur. Otto. Ja. Wäre das mit uns passiert, wenn wir da noch länger drin geblieben wären? Na, total verschrumpelt. Verdammte Technik. Anderson. Nein. Das ist der Hund des Präsidenten, das ist Otto. Dauert es noch ein bisschen, bis er wirklich wach ist. So ein Hund ist verdammt viel wert. Ich hatte auch mal einen Hundebegleiter, bis der Hunger zu stark war. Ich hatte ihn Tillmann genannt. War ein guter Kerl. Fass den Hund nicht an. Fass den Hund nicht an. Nein, kein Problem. Aber Essen ist ein gutes Stichwort. Also wie gesagt, eure Edelbude hier ist ziemlich geplündert. Das bedeutet, die, die den Zug vor euch genommen haben, haben sich gut eingedeckt. Ich würde schauen, was es hier noch gibt und ansonsten... Trägt Otto sein Halsband noch? Otto trägt sein Halsband, ja. Oh, ich mache ihm das mal ab. Braucht er ja nicht mehr in der Zeit. Können Sie sagen, wann die anderen hier in Koppen sind? Der Außenminister, die Sicherheitsberaterin. Wir können im Generatorraum mal schauen, ob da ein Ausdruck oder sowas ist. Also wann... Das Ding läuft auf, wie ihr seht am Licht, ziemlich niedrige Energie. Und ich glaube, der Reaktor hält es auch nicht mehr so lange. 200 Jahre, keine Ahnung, wie viele Brennstäbe die hier drin haben. Ich kenne mich nicht aus mit dem Schickimicki-Kram. Ich komme aus einem ganz normalen World. Brennstäbe bedeuten Energie, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin Experte. Das heißt, fang mal mit. Vielleicht Berg, Sie fragt nach einem Codeschlüssel. Warum? Warum ist der so wichtig? Weil der Präsident den Code... Trivitzig trägt für unser gesamtes nukleares Arsenal. Oder
Wurde das nicht ohnehin schon abgefeuert? Bestimmt nicht komplett. Oh. Gibt es jetzt einen neuen Präsidenten oder? Einen? Es gibt ziemlich viele neue Präsidenten. Aber hier in Seattle heißt das Snyder. Lächerlich. John ist der einzig legitime Rechtsnachfolger des Präsidenten. Mr. President. Also. Also ich schaue mich mal woanders um. Falls ihr mich braucht, ich bin drüben. Ich würde sagen, Sie warten und wir warten darauf, ob Ihr Präsident weiterhin Ihre Hilfe benötigt. Moment mal. John, Sie haben jetzt hier das Kommando. Ich bin noch etwas durcheinander. Wir sollten ihm erstmal folgen. Ist das für euch alle okay? Für mich ist es okay. Von der Wissenschaftsseite aus. Ja, wir können es uns ja mal anschauen. Kennt ihr die anderen, die hier drin gewesen sind? White und Wanderfels und Hunt und Martins? Alles Politiker. Mit solchen Leuten habe ich normalerweise nichts zu schaffen. Dr. Martins. Ja, du erinnerst dich, der war nicht bei dir unterstellt, ganz klar. Aber der hat auch an etwas Größerem gearbeitet, aber eher in der Wissenschaft. Martins, also er sollte ihn Martins, eigentlich kennen. Martins. Lee Martins. Hat der nicht mal beim Golfturnier gegen mich verloren? Irgendwas ist da gewesen, ja. Und er ist sehr jähzornig gewesen. Ja, genau. Ja. Ja, ein alter Kollege aus der Wissenschaft. Wir in der Wissenschaft, wir kennen uns. Schade, dass er nicht hier ist, sonst hätten wir uns jetzt unterhalten können, aber naja. Sie sagten eben, dass hier noch irgendwelche Spinde und Schränke Aha, wären, wir müssen, wo wir uns bedienen können. Wir müssen, ja, natürlich, klar. Sicher. Also wir müssen einfach hier durch die kleine Öffnung, ihr müsst den Kopf einziehen und seid dann in einer Art Lobby mit schönen Möbeln tatsächlich, alles ordentlich gehalten, immer noch Notlicht. Dort zweigen zwei Türen ab. Eine sieht aus, wie als würde man dort was zu essen finden. Die andere sieht tatsächlich aus wie ein Umkleideraum mit Spind und größeren Schränken. Viele davon aufgebrochen, wie ihr schon so aus den Augenwinkeln seht. Und mitten in der Lobby steht ein Mr. Handy. Ein Haushaltsroboter der Art, wie ihr ihn noch kennt, aus den 2070ern. Etwas spezieller, er hat einen Monitor und hat zwei Greifarme und steht da auf dem Tisch und wartet sozusagen auf die Aktivierung. Der hat nämlich einen Kartenschlitz. Jemand technisch versiert, bis auf Anderson? Sollten wir diesen Roboter wirklich einschalten? Natürlich, vielleicht kann er uns Infos geben. So oder nicht, er ist gebaut, um uns zu helfen. Das ist ein Handy, ja. Ich habe ihn nur nicht. Ich hätte ihn sonst auseinandergenommen. Aber ich dachte, vielleicht ist er was mehr. Aber wir wissen ja nicht, was der macht, wenn wir den aktivieren. Vielleicht ist er darauf programmiert worden, nach 200 Jahren uns alle auszuschalten. Anderson, ich würde ihn nicht einschalten. Wurden Sie wirklich vor 200 Jahren eingefroren und nicht vor 500? Es ist ein Roboter. Es ist ein Mr. Handy. Was soll er tun? Sie sind ein Schisser, Anderson, und schalten Sie das Ding schon endlich ein. Lassen Sie mich es einschalten, bevor er das Ding an die Wand fährt. Na schön. Ich bin nicht ganz sicher, ob du über die Expertise verfügst, Berg, so sehr ich dich auch mag. Mr. President, ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich einen Technik-Skill besitze. Tatsächlich? Ja. Los geht's. Ja, und Burke schaut sich das Gerät genau an. Es ist ein handelsüblicher mit Mr. Handy, wie er auch im Weißen Haus schon zugegen war. Ja. Ja. 60, was hast du? Ja, ich mehr als genug. Ja, klar, auf meinen Blick kenne ich das Ding, als hättest du es selbst zusammengebaut. Okay, es hat ein Fach für Audiologs, es hat einen Drucker, es kann Kaffee machen, das Ding hat alles. Aber es braucht eine Authentifizierung vom Präsidenten oder vom Vizepräsidenten. Ja, dann werde ich mal authentifizieren. Wollen Sie das wirklich tun? Es kann Kaffee machen. Ich möchte Infos. Das Ding weiß nicht, dass Sie Präsident sind, aber Sie können es ja gerne mal versuchen. Ich hole in der Zwischenzeit die Hand von dem echten Präsidenten. Das schadet vielleicht nicht, aber ansonsten müsste das Ding ja noch wissen, wer ich bin. Ich versuche mich zu identifizieren. Identifizierung oder Fingerabdruck? Ich würde sagen, eine einfache Karte reicht. Haben Sie Ihre Keycard nicht? Eine goldene Karte. Das hätten wir vielleicht sagen sollen, bevor ich er... Ich bin schon weg jetzt. Er ist schon weg. Ich bin schon weg. Aber wer soll das denn wissen? Er ist gerade dabei. Aber tja, wie... Lasseter? Ich habe eine Karte. Lass uns mal. Der kommt schon wieder. Mit oder ohne Hand? Gut, ich probiere die Karte an dem Mr. Handy aus. Ja, du führst sie in einen Schlitz, merkst, das war der falsche, nimmst sie wieder raus und ziehst sie durch den richtigen. Und dann springt der Bildschirm an. Der Bildschirm hat selbst schon ein paar Risse und Macken. Aber ansonsten kommt ein freundliches Gesicht, was virtuell erzeugt wird mit einem leicht zurückgehenden Haaransatz. Und Mr. Handy erhebt sich ein bisschen in einen schwebenden Modus. Schönen guten Tag, mein Name ist Sebastian.
Schön, dass Sie mich aktiviert haben, Sir. Mr. Vizepräsident, Sir. Hi, Sebastian. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Ich kann Ihnen alle Informationen geben, die Sie wünschen, Sir. Okay, gib mir Informationen über die Leute, die bereits aus der Kryostase erwacht sind. Was ist mit denen passiert? Wo sind die? Wann sind die aufgewacht? Ich wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktiviert. Wie unangenehm, diese Information kann ich Ihnen nicht geben, Sir. Ich kann Ihnen einen Audiolog abspielen, ich kann Ihnen einen Ausdruck senden, ich kann Ihnen Kaffee machen, ich kann Ihnen eine Massage anbieten. Okay. Ich würde den Kaffee nehmen. Dort nimmt den Kaffee, besonders jemand Kaffee. Lasseter! Aus dem Mr. Handy. Mit der Hand in der Hand wieder durch den Durchgang. Wie hast du die abgemacht? Mit Gewalt. Zähne. Ekelhaft. Scharfe Zähne. Mr. Handys unterem Ausgibt läuft Kaffee. Und oh. Machen Sie mir auch einen Kaffee, Lasseter. Eigentlich Lasseter. Sebastian, Sir. Sebastian, Sir. Angenehm. Habe ich auch einen Kaffee, bitte. Dankeschön. Und haben Sie keine Becher? Kaffee durch auf den ich Tisch. Bin Wissenschaftler und ich fürchte, hier fehlt eine kritische Komponente im System. Oh, ich bin leck. Das tut mir unheimlich leid. Entschuldigung. Befinden sich Kaffeebecher in der Umgebung? Selbstverständlich, Sir. In dem Lager. Dann holt uns doch einfach zwei. Wow, ich hätte ernst gerne noch ich das. Ich gehe schon. Okay, danke, Lasseter. Ist der Vizepräsident, Sir. Das Audiolog, bitte. Das Audiolog. Ich spiele ab. Audiolog Nummer 4551. Gesprächsmitschnitt. Sind Sie noch wach da drüben oder wieder wach? Ich kann mir dieses Zeitzonenzeug nicht mehr. Euch würde es sicher gefallen, wenn alle die imperialistische Zeit eures Stadtgeflechtenstaates übernehmen würden. Das wäre was. Aber ich kann euch kaum zumuten, dass ihr nachts arbeitet, oder? Andererseits arbeitet ihr ja eh nicht, egal wie viel Uhr es ist. Ich führe dieses Gespräch nicht, um mich beleidigen zu lassen. Richtig. Kommen wir zur Sache. Ist Ching da? Der große Führer. Groß? Ja, gut. Unsere Staatsreise ist auf eine wichtige Besprechung. Ja, verstehe. Massage mit Happy End, was? Gut. Dann kann ich aber darauf vertrauen, dass Sie Ihnen das Gesprochene weitergeben. Mao? Sheng! Gesundheit. Ich bin geschwind. Ja, nur mal zuhören. Ihr letztes Angebot war ja eher ein Witz von der schlechten Sorte. Mal ehrlich, von welchen Ressourcen sprechen wir, wenn ihr sagt, ihr hättet das Monopol in Reichweite? Frühlingsrollen? Sie haben unsere Stellung angezählt. Halt, mal die Luft an, Peking-Ente. Der letzte schrieb von euch. Das war doch eher eine offene Drohung gegenüber unserer stationierten tapferen Streitkräfte in Korea. Sie sind der Aggressor, Mister. Wenn Sie sich an die Abmachung nicht halten, sehen wir uns gedrungen. Ach Gott, jetzt kommt wieder die Atomkeule. Wisst ihr was? Das können wir auch. Neben mir sitzt mein guter Freund, der Vizepräsident. Ja, so etwas gibt es in einer Demokratie. Und der hat so einen Jucken im Finger. Im Mittelfinger. Drohen Sie uns offen mit einem Atomschlag? Sind Sie wahnsinnig? Ihr habt angefangen, Ping-Pong. Gebt mir einen Grund. Ist das Ihr letztes Wort, Mr. Präsident? Nein, ich hab noch eins. Einmal die Kantonente süß-sauer mit extra Reis. Sie werden verantwortlich. Oh, die Verbindung ist jetzt ganz schlecht. Abschalten. Sir. Erquickend, den Präsidenten zu hören, Sir. Ja, der Ausdruck kommt gleichzeitig raus. Leider fehlt mir 4552. Ein persönlicher Audiolog, der entfernt wurde. Ich kann also die komplette nicht abspielen. Wer hat den Audiolog entfernt? Ich glaube, Mr. President, Sir. Ich kann mich nicht mehr an viele erinnern, ehrlich gesagt. Ich bin gerade erst aufgewacht. Und Sie, Anderson, sollten mal die Füße stillhalten. Ich komme mit den zwei Bechern zurück. Mhm. Ah. Was ist denn hier los? Wie seid ihr alle drauf? Wir haben irgendwie. Gibt's jetzt Kaffee oder nicht? Das Ende der Welt zu verdanken. Am besten fragen Sie mal diesen Intelligenzbolzen. Dieser Intelligenzbolzen hat versucht, uns alle zu retten, Anderson. Was haben Sie schon in Ihrem Leben erreicht? Ich habe keine Ahnung. Dieses Audiolog eindeutig an und kein Beweis dafür, dass tatsächlich John irgendetwas mit der... Oder haben Sie gemeinsame Sachen mit den Chinesen gemacht? Das ist ja jetzt eine Unterstellung. Sieht aus wie ein halbes Schlitzauge, aber reißt das Maul auf. Wir haben uns alle lieb. Mhm. Halbes Schlitzauge? Ist Dr. Martins auch da? Nein. Moment, Martins, war der nicht hinten auch in der Kältekammer? Ja. Hätte sein sollen. Was wissen Sie über Dr. Martins? Kurios, er wurde mit eingefroren, zusammen mit dem Generalstab des Präsidenten und dem Hund. Und wie kommen Sie auf halbes Schlitzauge? Nun, das Wortspiel vom Vizepräsidenten eben.
Dr. Martins hat asiatische Wurzeln. Hat er da? Dr. Lee Martins. Hm. In der Tat. Wie er durch den Background-Check gekommen ist, weiß aber auch keiner. Sebastian, wann sind Sie abgeschaltet worden? Ich wurde abgeschaltet im Jahre 2077, am 14. Oktober. Von wem? Von Mr. Wanderfels, kurz nachdem Mr. Burke eingefroren wurde. Mr. Burke war der erste von den Gästen, die eingefroren wurden. Sebastian, haben Sie ein Protokoll, wer wann als erstes aufgetaut wurde und in welcher Reihenfolge? Das ist ja jetzt gar nicht so wichtig. Wie ist die Situation aus? Anderson, lass mal in aller Ruhe. Ich durchsuche meinen Speicher, aber da ich dann ausgeschaltet wurde... Am 14. Oktober wurde Mr. Burke eingefroren. Die restlichen Insassen von Lodge 010 wurden am 16. Oktober eingefroren. Und aufgetaut? Aufgetaut wurden... Mal abgesehen von uns vier, weil wir sind uns, glaube ich, ganz relativ im Klaren, wann wir aufgetaut wurden. Ich wurde aber der nicht Präsident? Wieder reaktiviert. Niemand hatte die Autorisation. Wieso wurde Burke zuerst in den Kühlschlaf gelegt und wir erst am 16.? Hm? Eigentlich hätten sie kurz nach mir eingefroren werden sollen. Eigentlich. Gibt es darüber Infos, Sebastian? Tut mir leid. Burke. Ich habe wohl gelogen, dass ich alle Fragen beantworten kann. Unangenehm. Hm. Na, Herrschaften, kleine Schwätzchen mit dem Roboter gehalten. Also. Der Kaffee. Ja, die Becher hat er gefunden. Becher, der wird langsam kalt. Aber Kaffee? Wir haben doch noch gar keinen neuen Kaffee in die Becher gefunden. Ich kann einen neuen Kaffee strullern. Entschuldigung. Bitte. Kredenzen. Milch und Zucker? 200 Jahre. Sebastian, haben Sie Milch und Zucker? Selbstverständlich, Sir. Sie wollten gar nicht Milch und Zucker mitführen. Schmeckt der noch? Wie am ersten Tag. Aber sonnengeröstet, wie ein Morgen in Ohio. Hm. Ohio gibt es nicht mehr. Ich war noch nie in Ohio, aber wenn das da so... Sebastian, welche Informationen hast du über die Oberwelt? Was ist noch da? Seattle. Uptown. Sollte noch da sein. Meine Speicher sind etwas... Na, der Kleine hat schon recht. Da oben ist auf jeden Fall Seattle. Nur, wenn wir direkt durch die Lodge-Tür gehen, werden wir ganz schön weggefetzt. Ich meine, die Strahlungswerte sind noch ziemlich hoch. Das schneit dauernd und zwar gelber Schnee. Keinen gelben Schnee essen. Ansonsten sollten wir einfach durch die Tunnel zurück, da wo ich hergekommen bin. Da sind wir im äußeren Ring. Da ist es einigermaßen sicher. Ein verdammt gutes Diner. Und dann kann man nach Seattle abtauen. Da ist relativ gesehen... Also da gibt es noch Menschen, die menschlich sind. Was sind die anderen? Nicht menschlich. Und Witzbold, dieser Busch. Aha. Achso, ich, ja. Und, also, ich sag nicht, dass man komplett voll schwer bewaffnet da rausgehen sollte, aber... Moment, was meinen Sie damit nicht menschlich? Hm? Gule oder... Oh, für 200 Jahre ist der ganz schön, ja. Mittlerweile hat sich da ganz schön was populiert, sozusagen. Was denn zum Beispiel? Gule. Oder mehr? Ja, so große Tiere und alles, was so durch Strahlung verändert kann. Ich bin kein Experte, aber da kann... Strahlung ist strahlend. Ja, und... Anderson, Sie gehen mir auf die Nerven. Mutazierend ist das auch. Unglaublich eklig mutatierend. Reden wir von rumstreunenden Gulen oder gibt es dort eine Siedlung? Es gibt sowohl als auch, aber die Tunnel, also die Nester, die ich da gesehen habe, sind eher wilde, rumstreunende Gule. Hm. Ja. Aber ich habe eine ziemlich sichere... Also ich bin an der... Als ich hierher kam, über die Gleise sozusagen, alte U-Bahn-Station, U-Bahn-Gleise von Seattle, habe ich ein kleines Lager gefunden, was vielleicht erklären würde, wo ihre vier restlichen Freunde abgeblieben sind. Busch, sind Sie allein unterwegs? Haben Sie Freunde? Ich hatte mal einen Hund, der hieß Tillman. Den haben Sie gegessen? Das halten Sie mir wahrscheinlich jetzt dauernd vor. Womöglich. Wirklich? Warten Sie mal, bis Sie an Ihren Otto knabbern. Ich werde niemals an Otto knabbern. Oh, da ist er. Ja, Otto geht's tatsächlich gut. Er, sein Blick ist noch ein bisschen Lazy Eye, aber ansonsten ist er ganz toll. Und sein erster Schritt läuft zu dir, voll gegen einen Stuhl. Wie er lebt und lebt, der kleine Otto. 200 Jahre haben ihm nichts angetan. Vermissen Sie Ihren Hund? Ab und zu, wenn der Hunger zu stark wird. Hübsche Knarre. Wollen Sie die nicht gegen den Hund tauschen? Wow, 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 wow. Das ist der Hund des toten Präsidenten Burke.
schauen. Etwas Respekt. Sie sollten auf jeden Fall mal schauen, ob noch was von Ihnen da ist, weil da hinten sind ein paar Spinne nicht aufgebrochen. Gehen Sie ruhig schon mal vor und holen Sie Ihre Sachen. Ich werde mir noch einen Kaffee hier holen. Ich würde sagen, wir sollten einfach mal zusammenlegen und sehen, was wir alle so in unseren Spinden finden, damit wir alle wissen, was wir an Equipment haben. Das ist absolut nicht notwendig. Ich glaube nicht, dass das Ihre Entscheidung ist. Ich glaube, John trifft hier die Entscheidung. Ja, es ist ein kleiner silberner Koffer. Wollen Sie die Überraschungsbox nicht vielleicht mal aufmachen? Sehe ich aus, als hätte ich den Schlüssel dazu? Vielleicht habe ich den Schlüssel dazu. Ich bin dem Vizepräsidenten direkt unterstellt. Sebastian, kann man Ihnen den Flammenwerfer abschrauben? Sollten sich die vier letzten lebenden Elite-Menschen dieser Welt einem Gangster anvertrauen, der kann uns sonst was erzählen. Aber es ist unser Gangster. Wie viel sind wir wert?